Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Der Krieg tobt unvermittelt weiter, wobei jetzt beide Führer dieses Krieges schon hohe Probleme mit der Kriegsmüdigkeit haben. Sowohl Burgund als auch Frankreich. Armagnac ebenso. Wir stehen noch ganz gut da, aber trotzdem will auch ich hier so ein bisschen einmal die verringern. Jetzt geht es darum, durchzuhalten. So, und hier war ja die Frage, was tun wir hier? Ich glaube, es wäre unklug, jetzt hier loszulegen. Wir wissen nicht, was hier hinten noch steht. Die 39.000 werden vermutlich sofort in die Schlacht kommen. Wir werden hier warten auf, oder wir werden vielleicht so ein bisschen südlich gehen und diesen 8.000 entgegengehen. Mal schauen, ob wir die erwischen. Zumindest hätten wir dann eine kleine Armee. Hier sind die Franzosen, die sich wieder aufbauen. Die Barmanis haben uns als neuen Rivalen bestimmt. Das ist ja wohl verrückt. So. Wir müssen einfach Geduld zeigen und eine gute Gelegenheit nutzen, die sich uns sicher bieten wird. Zum Beispiel hier. Jetzt die 9000, die wollen wir doch mal eben vernichten. Jawohl, das sollte gelingen. Jawohl, komplett vernichtet. Sehr schön. Okay, was ist hier für ein Bündnis akzeptiert? Utrecht mit Schweden. So. Was wird jetzt hier... Okay. Die marschieren jetzt südwärts. Wollen sie uns angreifen oder wo wollen sie hin? Ich denke, wir marschieren mal nach Bourbon, um in der Nähe der französischen Armee zu bleiben. Tatsächlich, sie verfolgen uns hier. Dann gehen wir mal nach Berry. Hier sind auch noch 19.000. Ach man, würden wir doch Zugriff auf deren Armeen haben. Marokko hat mit der Verwestlichung begonnen. Okay. Und die Silberflotte ist da. So, jetzt hat die sich hier in drei Elemente aufgeteilt. Die gegnerische Armee. Und jetzt gucken wir mal. Entscheidend ist jetzt, was machen die Franzosen? Und die ziehen nach Anjou. Was soll das denn bitte? Würden wir jetzt da angreifen, würden die alle nach Norden ziehen und massiv auf uns gehen. Insofern ist das, glaube ich, kein guter Plan. Wir müssen einfach warten, bis die sich weiter auseinander dividieren. Und warum zieht ihr bitte nach Süden? Na gut, ich ziehe mit euch. Wir bleiben jetzt mal beieinander. So, und nun? Wo wollt ihr jetzt hin? Ihr sammelt euch jetzt in der Gascogne. Ist das gut? Wollt ihr da hin? Ich hinterfrag das lieber nicht. Nee, dann bleiben wir hier stehen, wenn ihr dorthin zieht. Immerhin haben die Franzosen offenbar noch genügend Manpower, um sich so einen Schnickschnack zu leisten. So, wir wollten hier was mit unserer Flotte anfangen. Die hat hier keine Verlustquote. Werden wir wieder eine Blockade abspalten. Und gucken mal, ob wir die Hanse dann zumindest noch ein bisschen ärgern können. Gut, hier versuchen offenbar britische Schiffe immer herauszukommen. Wir können nur von Glück reden, dass wir den Großteil der britischen Armee tatsächlich geschafft haben, hier vom Festland fernzuhalten. So, wo marschiert der bitte hin? Dahin. Ist das vielleicht der Moment? Nee, es ist nicht der Moment, weil die Franzosen nicht da sind. Die marschieren nach Périgord. Und dann? Was macht ihr dann? Dann in die Auvergne. Okay, wir bleiben an eurer Seite. Oh, was haben wir hier? Großer Palastbau. Monarchen mussten sich oft etwas einfallen lassen, um den Adel an der Leine zu halten. Das kennen wir schon. Palast bauen, Prestige-Legitimität brauchen wir beides nicht. Insofern, aber Prestige verlieren wollen wir auch nicht. Also bauen wir den. Ist egal. So. Wir stehen hier ein bisschen blöde. Und was macht ihr jetzt? Ihr zieht nach Charleroi. Okay. Wir bleiben an eurer Seite.
Ich richte mich jetzt voll nach den Franzosen. Und da? Da steht die jetzt rum? Was soll das denn? Jetzt ist die Frage, helfen Sie mir, wenn ich jetzt angreife? Sie greifen an. War das ein Signal? Sie haben kurzzeitig angegriffen und wieder zurückgezogen. Los, komm. Helft mir bitte. Ich wage es jetzt. Und jetzt müsst ihr kommen. Jetzt ist eure Stunde. Jetzt könnt ihr alles wieder gut machen. Karl der Achte, du bist sogar vor Ort. Bitte, kommt. Komm mit in diesen Kampf. Der Gegner kommt. Aber Karl bewegt sich nicht. Ich meinte, es kann sein, dass er kommt, wenn wir da sind. Aber es ist mir zu riskant. Ich wage es nicht. Ich habe kein Vertrauen in Karl. Er zieht auch südlich. Er zieht südlich. Er will... Oh nein. Oh nein. Jetzt hat uns Karl hier in so eine blöde Situation manövriert. Jetzt ist das, glaube ich, kaum zu verhindern, dass wir... Oh nein. Ich hasse ihn. 29. November ist ein Lionel. Der ist die Truppe hier. Ist am 29. November in Charleroi. Wir sind am 4. Dezember in Charleroi. Wir könnten sie dort stellen. Allerdings ist das ein extrem überlegener Anführer. Die sind am 3. Dezember in Lyonnais. Das heißt, sie wären zumindest Verteidiger. Wir könnten das Ganze aufhalten, sodass sie vielleicht hier einen Sieg schaffen. Und dann kommen die und machen uns fertig. Oh, verdammte Axt. Charleroi gibt Fluss. Ah, auch noch eine Flussüberquerung. Ich sehe aber jetzt keine bessere Möglichkeit. Na los. Augen zu und durch. Ha, was machen Sie? Sie kehren um. Sie kehren um. Nach Charleroi und helfen uns doch. Und die greifen uns in Nevers an. Wir sind Verteidiger. Okay, wenn das so sein soll, dann wird das jetzt laufen. Gut. Ein Verteidigungskampf in Nevers. Gegen diesen übelst fantastischen Anführer. Das ist so übel. Und ich hoffe, jetzt kommen gleich die Franzosen und helfen uns. Ja, sie marschieren zumindest schon mal richtig. 8. Dezember, 10. Sie sind dort. Okay, und die kommen natürlich auch noch. Darf man nicht vergessen. Aber sie marschieren in Auvergne. Das ist gut. Das hält sie ein bisschen ab. Vielleicht gibt es eine kleine Chance. Wo ist dieser verdammt gute General? Das ist so bitter. Dass wir dem nichts entgegenzustellen haben. Aber das sieht gut aus, Leute. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Die kehren dem Ganzen nämlich den Rücken zu. Oh, haben wir ein Glück. Haben wir ein Glück. Gewonnen. Gewonnen. Aber, nee, ich hatte gerade auf die Überlebenden geguckt. Ich muss aber auf die Toten gucken. Okay. Wir haben gewonnen. Sehr, 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 sehr schön. Ein guter Moment. Wir bleiben mal sicherheitshalber stehen. Beziehungsweise gehen vielleicht in die Bourgogne. Ah, da geht der Gegner auch hin. Die Franzosen auch. Die sind ja noch richtig gut drauf. Die könnten jetzt irgendwas erreichen. Zum Beispiel vielleicht gegen die in Charleroi kämpfen. Nein, die kämpfen gegen uns. Nevers. Ach du Schreck. 3. Januar. Das schaffen sie. Das schaffen sie. Das schaffen sie. Die Frage ist, ob wir da hilfreich sind, wenn wir jetzt dort eingreifen. Ich glaube eher nicht. Mit unserer Moral sind wir da keine Hilfe. Nevers 7. 4. 4. Oh Gott, ich glaube, es kommt doch zur Schlacht. Nein, sie brechen ab. 9. Januar. Oh Gott, ist das spannend. 10. Januar. Los, kommt, ihr schafft das. Wir helfen euch jetzt auch. Brechen wir jetzt ab oder gehen wir erst in die Bourgogne? Ja, komm, wir gehen da erst hin. Was war das? Malakka-Kriegsgrund? Ah, es ist zwar wichtig, aber ich habe jetzt keinen Nerv dafür.
Komm, dann mal schnell die Truppen zusammenführen und jetzt auf sie mit Gebrüll. Die nächste gegnerische Armee. Jawohl, und da... Oh, verdammt, der Hansebund kommt. Oh, verdammt, oh, verdammt. Herbert Dabelstein fällt uns in den Rücken. Wir sind zwar zahlenmäßig überlegen, aber sie haben mal wieder den besseren General. Aber unser ist auch nicht so verkehrt, zumindest im Fernkampf. Los, bitte, 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 bitte. Uiui, wir haben Würfelpech, wir haben Würfelpech, wir haben Würfelpech. Gewonnen. 21.000 verloren, der Gegner 31.000. Puh. So. Leute, 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 Leute. Das ist nichts für schwache Nerven. Können wir schon wieder Söldner anheuern? Ja, los, komm, wir müssen das. Jetzt sammelt euch mal bitte dort. Gott sei Dank kommt das Geld aus den Kolonien. Jetzt wissen wir, wofür wir das brauchen. So, 38.000. Jetzt müssen wir natürlich mit dieser Sache auch irgendwas Sinnvolles anfangen. Aber die Moral ist natürlich so weit unten. Aber ist egal, wir marschieren trotzdem erstmal gen Norden. Jetzt müssen wir einfach nur versuchen, die Gegner so weit zu separieren, dass wir sie dann erledigen, wenn sie zurückkommen. Dann ist der richtige Moment. Deswegen gucken wir jetzt mal hier ganz scharf, was in Burgund passiert. Die Franzosen ziehen auch nordwärts, das ist gut. So, was ist hier? Oh Gott. Wir haben hier eine Armee völlig überschätzt. Gott sei Dank sind wir in der Verteidigung. Uiuiuiui. Das war ungeplant. Aber der nächste Sieg. Allerdings wieder mit hohen Verlusten verbunden. Oh Mann. Wir ziehen uns mal in die Champagne zurück. Und auch dort gewinnt die Allianz. Sehr gut. Sehr gut. Und jetzt könnte Rethel endlich mal fallen. Und wir haben weitere 12.000, die wir heranführen. Gott, oh Gott. So, Timuriden. Die Osmanen treten weitere Gebiete ab. Oh Gott. 4 oder 5 Provinzen. Hier. Weiter geschrumpft. Will ich sagen. So, ich habe mal wieder hier die Flotte vergessen. Wir wollten hier was abspalten und hier hinziehen. Ah, das ist okay soweit. Hier haben wir 82%. Ärgern wir auch ein bisschen den Hansebund. Und wenn jetzt Rethel mal fallen könnte, dann hätten wir auf einen Schlag irgendwie 20-25% Kriegsstand. Und das wäre doch mal echt eine Hausnummer. So, jetzt kommt hier auch noch Ferrara. Wo kommen die denn bitte her? Und die Freunde aus Neapel, die bewegen sich nicht. Das ist echt entsetzlich. So, kommt die 1000, die schnappen wir uns aber. Und ich denke, wir sollten auch den Freunden hier entgegenziehen. Oder? Sollten wir jetzt hier oben bleiben? Hier gibt es schon aufständische holländische Patrioten in Österreich. Das ist natürlich hilfreich. Gott, was für ein Chaos dieser Krieg anrichtet. Bleibt mal bitte hier. Ich habe jetzt ein bisschen das Gefühl, dass dass Frankreich hier oben alleine klarkommt. Die haben jetzt hier 50.000 Mann. Wobei, da stehen natürlich schon wieder 60.000 vom Hansebund. Insofern ist das Quatsch, was ich erzähle. Aber trotzdem würde ich gerne diese Armee hier erledigen. Das tun wir jetzt auch erstmal. Nee, da können wir keinen Anführer benennen. So. Oh Gott, wir haben hier mehr Kanonen als Infanteristen. Das ist aber auch schlecht. 25. Juni.
Hier kommen wir auch. 1. Juli, okay. Die nächste selbst erhaltene, dann machen wir hier weiter. Gut, wie sieht's hier oben aus? Wie sieht's hier oben aus? Nicht schlecht. Wo ist die zweite französische Armee? Hier in der Champagne. Hauptsache, sie verkacken es nicht wieder. Hauptsache, sie verkacken es nicht wieder. Hier läuft es ganz gut. Die haben wir fast vollständig vernichtet. Naja, halbiert haben wir sie. Wir werden uns jetzt wieder zusammenführen. Und dann werden wir gen Norden marschieren. Und dann den Franzosen weiterhelfen. Ja. Denn dort kommt schon vermutlich demnächst Ärger. Aber hier schaffen wir es, zusammen erfolgreich zu sein. Sehr gut. Oha, da sind schon wieder Burgunder. An der französischen Stelle hätte ich mich nicht so weit südlich bewegt. Ich hätte jetzt... Wir müssen jetzt endlich mal diese Belagerung von Rethel. Das muss jetzt das absolute Ziel sein, dass wir die hinkriegen, die verteidigen. So, jetzt sind diese Österreicher da dran. Wo ziehen die hin? Nach Arnaud? Schneiden wir ihnen den Weg ab. Kommt jetzt. Rethel, minus 35%. Kriegen wir die nicht? 30. August. Simon, doch, wir kriegen sie. Stoff in Tondo. Ist egal. So, die nächsten sind dran. Jetzt haben wir hier die Übermacht. Nur der Hansebund macht mir Sorgen. Okay, vollständig vernichtet. Hervorragend. Ziehen wir hier hin. Die nächsten vollständig vernichtet. Und Rethel läuft noch, die Belagerung. Sehr gut. Ist hier im Süden irgendwas? Ist das der Durchbruch, Leute? Ist das der Durchbruch? Hier, hier, das ist gefährlich. Hier ist wieder dieser Georg Franzitz. Mit diesem widerlichen Namen. Auf den müssen wir aufpassen. Wir warten in... Wo warten wir denn jetzt? Wo beziehen wir Stellung? Vielleicht in der Champagne? Oder in Artois? Vielleicht gar nicht so schlecht. Es gibt einen neuen Kaiser. Johann Karl der Erste. Josef der Zweite ist gestorben. Unsere Staatsehe ist erfreulicherweise vorüber. Das gibt uns neue Möglichkeiten. Aber das ist etwas, das betrifft alles die Nachkriegsordnung. Darum kümmern wir uns jetzt erstmal noch nicht. Wir müssen jetzt versuchen, dass diese Geschichte jetzt hier zu einem erfreulichen Ende kommt. Und derzeit sieht es nicht schlecht aus. Sieht es nicht schlecht aus. Da oben bekämpfen die tatsächlich erstmal ihre Rebellen. Das ist natürlich gut. Gibt uns Zeit. Und Waffenstillstand mit Anhalt ist beendet. Sachsen wird Vasall von Böhmen. Immerhin nicht von Preußen. Die ziehen in die falsche Richtung. Das stört uns nicht. Hauptsache Rethel fällt. Hier sind weitere flämische Patrioten. Sehr gut. Bretagne hat Malakka den Krieg erklärt. Ja, ich glaube, die Bretagne nutzt jetzt so richtig diese Gelegenheit, dass sich alle Großmächte in Europa gegenseitig kaputt machen. Und profitiert in hohem Maße davon. Aber so ist es eben. Wie bitte? Wir kämpfen jetzt hier gegen die flämischen Patrioten. Seid ihr denn des Wahnsinns? Ich fasse es nicht. Damit verschwendet ihr eure Truppen? Oh Gott, die Franzosen. Ich muss es schon wieder sagen. Die Franzosen. Aber Rethel hält. Rethel steht. Ich sehe aber, hier kommt eine Armee. Das wird jetzt entscheidend. Sie ziehen nach Antorf. Und ich glaube, wir müssen jetzt hier helfen. Wir ziehen jetzt oder nach Arnaud? Ja, genau. So. Die müssen wir jetzt abwehren, diese Armee. Wo ziehen sie hin? Nach Gent. Das ist dieser super Typ. Können wir noch einmal gegen ihn bestehen? Oder verteidigen wir jetzt hier einfach? 8. November. Wann sind wir in Gent? Am 9. Das heißt, wir wären in der Verteidigung. Das ist doof. Dann bleiben wir lieber stehen.
Und er zieht nach Brabant. Dann ziehen wir nach Namur. Ist auch gut. Ist nämlich die Hauptstadt. Und er zieht nordwärts ab nach Breda. Soll er das tun? Wir werden jetzt hier belagern. Einfach. Wir werden jetzt die Zeit abwarten, bis Rethel in uns... verdammt. Verdammt. Luxemburg. 41.000. Und hier sind 34.000. Oh Gott, die haben ja schon wieder schnell aufgerüstet. Jetzt bloß keinen Fehler machen. Was tun wir jetzt? Wir bleiben erstmal stehen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie Rethel angreifen. Dann sind wir südlich dabei. Beziehungsweise die könnten Arno angreifen. Dann sind wir hier dabei. Das heißt, unsere Position ist gut. Wir gucken, was sie tun. Sie ziehen südlich in Richtung Boisroy. Das ist nicht so schlimm. Hauptsache Rethel fällt. Sie greifen aber hier... sie ziehen nach Gent. Auch nicht so schlimm. Wir bleiben stehen. Sie ziehen weiter. Diese Dreierkonstellation ist gut. Ich hoffe, die Franzosen heben das nicht wieder auf. Hier kommen schon wieder 20.000 aus Ferrara. Das Ganze nimmt kein Ende, Leute. Es nimmt kein Ende. Okay, wisst ihr was? Wir machen eine Sonderfolge. Wir machen keine Pause zwischen den beiden Staffeln. Diesmal ist es einfach so spannend. Ich habe das Gefühl, wir sind doch am Ende dieses Krieges. Keine Seite wird das mehr großartig länger durchhalten. Oh, die französische Seite besonders nicht. Burgund geht schon wieder ein bisschen. Naja, auf jeden Fall werden wir noch eine Sonderfolge anschließen. Also, bleibt dran, macht's gut, euer Steinballen.